Patrick Küng, wegen eurem Knie, wegen der Patellasehne, die sich hinter der Kniescheibe versteckt, seid ihr nicht gerade zur Untätigkeit, aber doch zur Skipause verdammt. Ist die Halbzeit schon durch, jetzt, oder ihr müsst still haben, oder geht es noch länger? Ja, es ist schwierig zu sagen, gerade jetzt. Ich bin Anfang August ja dort mit der Ski gesehen und dort haben wir dann gesagt, wir machen jetzt eine längere Pause, damit wirklich das Knie dann wieder gut kommt, aber ja, gerade jetzt bin ich ja nicht auf der Ski und sicher kein Schneetraining jetzt im September vorgesehen und das alles andere muss man dann anschauen. Aber es gibt noch keinen Masterplan, wenn es die ersten Schneetage nach der Pause auf dem Programm stehen? Ja, am liebsten möglichst schnell, aber schlussendlich gibt das Knie den Zeitplan vor und das muss jetzt zuerst gut werden und danach sehen wir weiter. Wie sieht aktuell so euer Trainingsalltag aus? Also, ihr könnt zwar nicht auf den Schnee, aber ihr werdet euren Körper trotz allem irgendwie fit behalten. Was dürft ihr machen und was macht ihr? Ja, also hauptsächlich ist schon viel Therapie, die ich jetzt mache. Und sonst kann ich eigentlich, Oberkörper kann ich trainieren, Beine kann ich in einem gewissen Sinn auch ein bisschen trainieren. Ich muss mich schon probieren, fit zu halten. Aber der Hauptaugenmerk ist eigentlich schon, dass die Entzündung oder dass das Knie auch wieder gut kommt. Jetzt, wenn ihr da die Werbewoche habt hier in Zermatt, es ist vielleicht gerade mal ein Pflichttermin, kommt der jetzt euch aber gerade ein bisschen gelegen, weil ihr so ein bisschen aus dem Alltag rausgerissen werdet? Ja, definitiv. Für mich ist jetzt, ich bin gerne dahin gereist, wieder mal ein bisschen andere Umgebung, andere Leute und das tut auch gut. Und es ist auch wichtig für uns, so eine Werbewoche. Es ist für die Sponsoren wichtig, aber schlussendlich auch für uns. Und noch die letzte Frage, da könnt ihr mir auch noch nicht grosse Auskunft geben. USA-Rennen, die ersten Speedrennen in Übersee, ist das ein Thema oder müsst ihr eventuell schon daran denken, erst im Januar dürfen einsteigen? Nein, das war immer der Plan, dass ich dort dabei bin, aber schlussendlich ja, gibt eigentlich dann das Knie den Takt vor und wenn das gut ist, dann bin ich überzeugt, dass ich in Lake Louise am Start wird sein. Toi 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 für das, merci für das Gespräch. Merci vielmals.